Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Irina und das ist unsere Tageskarte, die wir gleich ziehen. Bitte wähle eine Karte. Kann sein, die sind jetzt hoch runter umgekehrt, weil die sind mir jetzt gerade beim Mischen hier auf dem Tisch komplett geflogen. So, und dann nehmen wir unsere Kärtchen dazu, zusätzliche. Mal schauen, die erste und die zweite. So, wähle bitte eine Karte, die erste oder die zweite. Und wir schauen, weil heute ist Montag, mal schauen, was Interessantes kommt auf dich zu. Die Kraft, meine Lieben. In diesem Tarot ist das Nummer 11. Das heißt, du brauchst heute sehr, sehr viel Kraft. Aber du schaffst das. Egal, was auf dich heute zukommt. Sehr viel Kraft, sehr viel Geduld, Ausdauer. Aber du schaffst das. Innere Stärke wird sich so richtig heute durchdringen. Du kannst heute auf eine weibliche Art, wenn du eine Frau bist, alles erreichen, was du möchtest. Du hast genug Kraft, Energie. Du schaffst das heute. Wirklich, du schaffst das. Aufpassen, wenn jemand andere auf dich zukommt. Da kann passieren, dass dich jemand unter Druck setzt. Auf gar keinen Fall erlauben, die Grenzen überschreiten. Und schauen, was ist heute. Chinesische Weisheit, meine Lieben. Nur in einem ruhigen Teich spiegelt sich das Licht der Sterne. Das heißt, lass dich nicht unter Druck setzen. Du kannst die Zukunft sehen, wenn du niemanden unter Druck setzt. Trotzdem, du sollst deine, wenn du wütend bist oder noch etwas, in den Rahmen halten. Halte dich in der Hand, weil, so wie gesagt, die Zukunft kannst du nur in dem ruhigen Zustand sehen. Nicht, wie sagt man, wenn du wütend bist. Aufpassen heute wirklich, weil wenn schon so ein Spruch kommt, dann könnte wirklich eskalieren. Die zweite Karte ist der Hängende. Keine Lust heute zu arbeiten oder sowas. Kann sein, dass du lässt dich heute baumeln lassen. Kann sein, dass du hängst an jemanden. Kann sein, dass irgendwie ein Projekt, irgendwie eine Sache geht nicht durch. Und wie gesagt, in diesem Zustand ist gefährlich zu lange bleiben. Weil, wie sagt man, wenn man sich nicht bewegt, stille Wasser wird stinkig und könnte, wie sagt man, diese Spinnweben können drumrum. Aber Spinnweben, das ist leicht, kann man beseitigen. Hier kann etwas einrosten. Darum schau, dass du nur heute Pause machst, nur heute dich noch baumeln lässt, aber demnächst musst du trotzdem schauen, dass du aus dieser Situation rauskommst. Und wieder chinesische Weisheit. Wende dich stets der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. Das passt sehr gut, sehr gut. Darum, wie gesagt, du sollst dich trotzdem bewegen. Wenn du heute keine Lust hast, okay, ein Tag ist nicht schlimm, aber nicht auf Dauer, sonst siehst du keine Sonne und Schatten wird immer vor dir umdrehen, umschauen. Ausweg ist immer da, meine Lieben, immer. Wie sagt man, wenn alle Türen gehen zu, Fenster öffnen sich. Irgendwie ein Lichtlein her kommt schon sowieso. Meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, guten Start in die neue Woche. Übrigens sehr wichtige Tage für heute, weil sind große Arkane, das heißt, wichtige Tag, aufmerksam sein, merkt dir diesen Tag. Große Lehre wird das sein für dich, als Lernprozess, Lerngang irgendwie eins.
Übung vielleicht für manche und so weiter. Alles Gute, meine Lieben, und alles Liebe. Herzlichen Dank auch für eure Likes und Kommentare. Alles Gute. Tschüss, Baba.